Guten Morgen Deutschland, heute ist Fight Day, ich freue mich schon, ich bin jetzt gut ausgeschlafen, wir haben keltisches Kriegerwetter, das ist sehr gut, gutes Zeichen, die Götter sind mit uns, auf geht's. Wir machen uns jetzt auf den Weg ins Gym, jetzt habe ich noch Fotoshooting, dann ins Gym, schwitzen uns ein bisschen an, machen ein bisschen was, locker pratzen, danach Mittagessen, danach gehen wir in die Halle, dann gehen wir spazieren ein bisschen und dann ablegen. Nochmal Abendessen eventuell und ja, dann heißt es jetzt Showtime. Erst nach dem Kampf kriegt ihr wieder was von mir zu hören. Nach dem erfolgreichen Kampf. Stolz und Ehre für die Familie, für meinen verstorbenen Vater, für meine Mutter. Guten Morgen, Sensei. Guten Morgen. Was für eine Art Training hast du heute mit deinem Champo? Wir werden uns jetzt ein bisschen aktivieren, im weitesten Sinne. Ne? Das ist so, ich meine, wenn du jetzt den Weightcut gemacht hast, fährt der Körper einfach extrem runter. Mhm. Wenn du dann direkt in den Kampf gehst, ist es nicht optimal. Es macht Sinn, den Körper vorher einmal zu aktivieren und das auch mal ein bisschen tun, mobilisieren, stretchen, einfach locker bewegen, anschwitzen und dann gehen wir schön gemütlich essen. Was machen die Nerven? Alles gut, alles gut. Kommt, geht ein bisschen, aber nichts, was man nicht kennt. alles wie immer. Komm aus! Komm aus! Ausschnitt, nein! Ausschnitt, nein! Okay, dann machst du das. Heimspiel. Kein Problem. Ja. Du weißt es schon. Sehr gut. Ja. Feuer dich von zu Hause an. Ja. Kann leider nicht dabei sein nächste Woche. Du weißt, jetzt braucht nur Ruhe. Ja, klar, natürlich. Aber feuer dich von zu Hause auf jeden Fall an. Ja. Dann sehen wir uns Montag mit dem Sieg, Alter. Ja. Geht so langsam in die Halle. Ja. Da geht langsam. Die Wege los, ja. Euer Weg, ja. Unser Weg. Unser Weg. Und dann wollen wir uns die Dinger, Das ist, wofür wir so lange gearbeitet haben. Hamburg. Yes. Danke dir für die ganze Vorbereitung. Ja, nicht dafür, wir sind ein Team. Das gehört alles dazu. Eine Hand wäscht die andere. Richtig. So, Aufbruch. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Halle, die Schleierhalle, schauen uns das mal an, wie das da aussieht. Bin gespannt. Ich war schon ewig nicht mehr in der Schleierhalle, aber bin sehr, sehr aufgeregt jetzt. Was ist es für dich für ein Gefühl, auch als Trainer alleine? Und was meinst du, ist es für Christian gerade für ein Gefühl, in dieser Halle zu stehen und zu wissen, dass sie ausverkauft ist, vermutlich wegen ihm? Ja, es ist ein tolles Gefühl, dass die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, über die letzten, also ich, jetzt nicht nur mit dem Chris, aber der Chris in den letzten 7 Jahren, dass jetzt das alles zu einem Punkt kommt, wo es anfängt, Sinn zu machen, wo alles Sinn ergibt. Und das ist ein sehr befriedigendes, zufriedenstellendes Gefühl, muss ich sagen. Das ist einfach nur Zufriedenheit und Freude, Vorfreude jetzt gerade. Was geht in dir vor? Also außer Vorfreude? Ich freue mich einfach, dass es möglichst bald losgeht. Und ich denke, der Chris ist ähnlich eingestellt. Ne? Klar, nachher, wenn es auf den Kampf zugeht, ja, die letzte Stunde vor dem Kampf ist immer noch mal ein bisschen, ne? Da gehen die, spielen die Gefühle verrückt etwas. Ne? Gibt es auch Situationen, wo da nicht so angenehm mehr sind. Wenn die Nervosität mal richtig reinkickt kurz. Aber das gilt es eben zu bewältigen als Kämpfer. Genau das sind die Momente, wo du dann bewältigen musst. Ne? Wo du ruhig bleiben musst, wo du wieder dich sammeln musst und wo es weitergeht. Ne? So, wir sind jetzt etwa eine halbe Stunde vor Abreise. Jetzt spielen wir noch ein bisschen Karten. Eine Stunde. Stunde? Ja. Halbe Stunde. Achso, bevor Olli kommt. Halbe Stunde, bevor Olli kommt und dann eine Stunde vor Abreise. Genau. Und jetzt spielen wir noch eine Runde Karten. Romy. Also,
Du bist eigentlich dran. Ja. Ah, scheiße. Ich wollte ihm die Sechser nicht geben, ich hab's so geahnt. Ja. Und dennoch hast du es gemacht. Mit Kurt de Kelt gibt's die blauen Augen gratis. Auf geht's. Wie ist der Gemütszustand gerade? Ja, ich bin ja eigentlich relativ entspannt jetzt gerade, muss ich sagen. Ich freue mich, konzentriere mich und fokussiere mich jetzt aufs Coachen. Also das ist in dem Fall 25 Minuten, weil es ist ja ein 5-Runden-Kampf. Ist das doch eine ganz schön mentale, aber für mich auch körperliche Anstrengung. Nicht schon intensiv Coach normalerweise. Ich bin auch fertig danach, deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen sammeln, fokussieren und dann, dass wir nachher auch harmonisch arbeiten. Die Ecke mit dem Kämpfer zusammen. Mit welchem Gameplan geht der rum? Wir gehen mit dem Gameplan ran, den Pukac über die Beine und dann über den Körper ein bisschen zu schwächen, den Kampfgeist etwas zu brechen und dann versuchen Druck aufzubauen über eben die Führhand letztendlich. Ne? Ja, ihn an die Wand zu drücken und da möglichst den Finish zu erwirken. Das ist das Ziel. Ne? Aber ich finde es gut jetzt, dass wir 5 Runden Zeit haben. Weil das entspannt das alles ein bisschen. Ne? Du musst jetzt nicht in der ersten, zweiten Runde schon irgendwelche krassen Aktionen machen. Ne? Du hast noch Zeit hinten raus. Ne? Jetzt haben wir, glaube ich, genug gequatscht. Jetzt soll man dann langsam zum Kämpfen kommen. Ne? Let's go. Let's go. Thank you.
Kontrolle! Inside Low Kick ist da! Oi! Kontrolle! Rechts raus! Rossan! Hoch! Aufstehen, ja! Knie zum Oberschenkel! Punkte sammeln! Bleib da, ruhig! 1:20, Kopfkontrolle! Kopf rein! Thank you.
Gruppe. Also von daher soll der Nachbarn einen Tag vorher 5 Runden dann am nächsten Tag zu kämpfen. Also deswegen müssen wir den Gegner ein bisschen umstellen und müssen ein bisschen mehr die Spielstudien teilnehmen. Ich sag mal, es war ein tapfer Fight, war gut, um wieder reinzukommen und zu zeigen, dass ich auch ringerisch arbeite. Die Takedowns haben leider heute nicht so gut geklappt, hat er gut verteidigt. Aber wie gesagt, welche Verletzung hast du gemeint? Ich weiß nicht, von was du redest. Es gibt nicht, es ist nicht in meinem Kopf drin. Es geht immer weiter. Ich sage, ich bin zuständig. Es geht immer irgendwie weiter. Dann danke ich an meine erste Linie, meine Familie, meine Trainer, meine Mutter zu Hause, die bestimmt wieder Tränen in den Augen hat, weil er freut sich hier im Camping mit anderen Männern ist. Und tolle Corona. Und ja, ich versuche mich kurz zu halten. Danke an meinen ganzen Sponsoren, danke an den ganzen Support von euch. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Schaut mal, was wir hier auf die Reihe gestellt haben. Das ist einfach der Wahnsinn. Tolles Haus hier in Stuttgart. Ich weiß noch, vor 6 Jahren bei Age of Legends in Stuttgart angefangen habe, vor 700-800 Zuschauern. Jetzt sind wir hier vor 13.000-15.000 Zuschauern. Wahnsinn. Danke euch. Danke euch, dass ihr den Sport so unterstützt. But I don't have to do it. Hit with my elbow. I've got this. See, you look at how you kick it, you know? Yeah. I was like, fuck. And that low kick, you want to that nerve, yeah. You know? Yeah. I was in the first round, I was like, oh my god, that's crazy. Yeah. I hope. Yeah. No other low kicks. I hope also for you. Thank you very much. You are a good guy. You have to have a good heart. You too. I love you too. Fight day. Heimspiel, Heimsieg. Jawohl. Dann machen wir einen Haken hin. Ja, genau. So, ja, war voll drin. Ja, ja, ja. Ich hab klaren Kopf gehabt, die ganze Zeit. Ja, ja. War die ganze Zeit da. Ja, ja. Obwohl mich einmal gut getroffen hat mit der rechten. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Aber ich war gleich da. Da habe ich gleich einmal kurz, ja? Bist einmal kurz so eingekriegt. Ja. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt mach langsam. Jetzt muss kurz, kurz nicht gleich kontern. Geh erst ein bisschen raus. Weißt, ja. War super. Was machen Sachen? Heimsieg, Heimspiel, Heimsieg. Richtig, und wohin geht's jetzt? Jetzt müssen wir ins Palm Beach rüber, weil da ist meine Frau, glaube ich, mit den anderen noch und die warten auf mich. Na? Wo ist die? Auf der anderen Seite. Ha? Auf der anderen Seite. Da ist sie. Wo? Ja, komm her jetzt, Mann. Ich reiß die rum so lang. Ja. Ich bin seit 10 Minuten schon hier. Ja, die haben gerade gesagt, du bist da und dann habe ich dich gesehen, aber du warst ja Bilder machen. Wie viele Tode bist du gestorben heute? Viele. Weißt du, was das Allerbeste ist? Ich bin ja davon ausgegangen, dass das 3 Runden geht. Und nach der 3. Runde war ich ja voll, weil ich mir echt voll steil vom Herzen und gedacht, boah geil, okay, das hat er jetzt gemacht. Und dann kommt die 4. Runde. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Oh, das war Katastrophe. Und dann haben wir gedacht, nochmal 2 Runden muss ich jetzt überstehen. Katastrophe. Ja, das ist jetzt das 2. Aber das reicht dann noch. Zum Wohl, mein Lieber. Dankeschön. Jetzt Sparring, oder? Man hat ja heute nicht so viel von dir gehört. Nee, die letzten Tage oder Wochen nicht. Ja. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund gehabt, ich mich aufs Wesentliche konzentrieren wollte und habe ich auch gemacht. Und ich werde fürs Kämpfen bezahlt in erster Linie und das ist auch gut so. Das ist mein Job, dafür lebe und liebe ich. Das andere ist so nebensächlich. Und deswegen, man muss Prioritäten setzen im Leben und das habe ich auch gemacht, erfolgreich. Ja. Kann einen Haken dahinter machen nach diesem Wochenende. War eine gute Vorbereitung, harte Vorbereitung. Anfangs der Vorbereitung war ich, vor 6 Wochen war ich in so einem Kniehebel drin. Da hat es mal kurz geknackst. In der gleichen Woche noch auf die Schulter geflogen. Habe da ein bisschen zu kämpfen gehabt mit den Sachen. Aber ja, das gehört dazu. Das ist Kampfsport, das ist Profisport, Leistungssport und da gehört es einfach dazu. Wie lief der Kampf? Was für Gedanken hattest du während dem Kampf? Ist alles so gelaufen, wie du es dir dann doch erhofft hattest? Gab es Highlights, gab es Lowlights? Man kann immer was besser machen oder hätte besser machen können. Man muss sich den Kampf dann in Ruhe analysieren und schauen. Aber jetzt
genieße ich erstmal die nächsten 2 Wochen mit meiner Kleinen. Da freue ich mich schon ganz arg drauf und einfach Zeit mit ihr zu verbringen, weil in Vorbereitung ist halt wirklich nur Training, Essen, Schlafen, Regeneration, Sauna, Eisbäder. Mhm. Ja, nie kann ich irgendwo mit oder ja, ist halt so. Deswegen ist es auch ein Grund, dass ich in Zukunft nicht mehr 6 Kämpfe pro Jahr mache, vielleicht dann 2 Kämpfe. Und weil ich will den Sport noch ein paar Jahre machen. Und wenn ich weiterhin 6 Kämpfe pro Jahr durchhaue, dann kann es nicht mehr eventuell so lang gehen. Deswegen lieber so wie heute oder halt, wie ich gesagt habe, in 1-2 Mal im Jahr. Und ein großes Dankeschön möchte ich noch an alle Supporter sagen, an meine Sponsoren. Ohne euch wäre das nicht möglich. An alle, meine Familie, an meine Trainer, an meine Trainingspartner, an dich, an meinen Kameramann. Natürlich an meinen Sponsor ESN, die das Ganze möglich machen, dass du mich filmen darfst. Ja. Und ja, Dankeschön. Und ja, dass ihr auch so ein paar Eindrücke von mir habt, mache ich ja gern für euch. Und ja, danke einfach für den gelungenen Abend, den wir hatten, den wir genießen durften. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr kommt und supportet mich weiterhin. Und ihr wisst, mit Kurt de Kelt gibt es die blauen Augen gratis. Auf geht's.